Ein kleines Ungeschick auf offener Straße, ein Dilemma zu Hause. Mit versteckter Kamera haben wir Kinder und Erwachsene getestet. Wer ist ehrlicher? Wer ist hilfsbereiter? An der TU Chemnitz wertet die Psychologin Annette Meilern unsere kleinen Experimente aus. Die beginnen zunächst mit 14 Kindern zwischen 3 und 8 Jahren und der Frage, wie hilfsbereit sind sie? Denn während die Kinder in einem Raum warten sollen, fällt unserem Lockvogel ein Stapel Papier runter. Die vierjährige Zoe macht nichts. Der wollte eigentlich nur sortieren. Der wollte nur sortieren? Mhm. Und warum hast du ihm nicht geholfen? Weil ich kann doch nicht lesen. Weil du nicht lesen kannst? Mhm. Aha, auch der vierjährige Simon hilft nicht, scheint sich dafür aber zu schämen. Hast du ihm geholfen? Ja. Du hast ihm geholfen? Echt? Was hast du denn gemacht? Ich hab's aufgehoben und der hat's aufgesammelt. Also es zeigt sich hier natürlich deutlich, dass dem kleinen Jungen durchaus bewusst war, dass er in der Situation hätte helfen können und dass es sozial angemessen gewesen wäre, zu helfen. Und deswegen bedient er sich auch dieser kleinen Schwindelei. Ignoranz und Notlügen? Nicht mit Leon. Er ist 8 und somit das älteste Kind in unserem Test. Ein älteres Kind zeigt aufgrund steigenden Kompetenzen eher ein Hilfeverhalten. Aber heißt das im Umkehrschluss auch, dass Erwachsene besonders hilfsbereit sind? Wenn etwa jemandem was runterfällt? Wir testen wieder mit Lockvogel und versteckter Kamera. Mir war einfach danach, keine Ahnung, ich hab's gesehen und sehr ärgerlich und dann wollte ich jemand helfen. Doch schon der zweite Passant sieht das Dilemma und ignoriert es. Er ist beschäftigt mit seiner Musik und ist sehr wenig motiviert zu helfen. Ja, ich dachte mir, die Situation ist dem Kollegen schon peinlich genug, ich wusste jetzt nicht ganz, was ich da machen sollte. Da dachte ich mir, der Kollege schafft das schon. Fakt ist aber auch, wir sind zunehmend von Handy, Lärm und Verkehr abgelenkt. Vielleicht helfen deshalb von 12 Passanten 7 nicht. Eine typische Begründung, nämlich, dass eingeschätzt wird von Personen, ist denn eine andere Person tatsächlich hilfsbedürftig. Deshalb steigern wir den Test. Noch mehr Pakete für noch mehr Passanten. Doch wieder laufen alle nur weiter. Der sah stark und kräftig und fit aus. Man nennt das Verantwortungsdiffusion, wenn eine ganze Reihe von potenziellen Helfern anwesend ist. Dann erwartet man möglicherweise von dem anderen, der könnte ja auch helfen. Unser Fazit, Erwachsene sind hilfsbereiter, jedoch im Gegensatz zu Kindern auch leichter abgelenkt von Musik, Umwelteinflüssen oder Arbeit. Der zweite Test. Ehrlichkeit. Dieser Imbissbetreiber wird seinen Kunden zu viel Wechselgeld rausgeben. Wer ist ehrlich und gibt das Geld zurück? Eine Currywurst-Pommes? 4,50 bitte. Der Kunde gibt 5 Euro und bekommt statt 50 Cent Wechselgeld 2 Euro zurück. Also 1,50 Euro zu viel. Bleibt die Frage, steckt er es ein oder gibt er die 1,50 Euro zurück? Hast du gemerkt, was gerade passiert ist? Dass ich 2 Euro zurückbekommen habe? Ja. Habe ich gemerkt. Hast du es zurückgegeben? Nein. Hast du es behalten? Ja, ich lasse es auf die Situation ankommen, sag ich mal so. So, je nachdem, ja, wer mir gegenübersteht, was ich für ein Produkt bekomme vielleicht. Er hat ganz klar für sich eingeschätzt, dieser 1,50 Euro verursacht keinen riesigen Schaden. Also stecke ich das ein. Genauso wie diese Kundin. Ja, ich habe das gemerkt, aber ich dachte, vielleicht jetzt Bildschirm durch mich. Kann sein, ne? Hm. Würden Sie das Geld wieder zurückgeben? Nö. Das Ergebnis unseres Tests. Von 10 Kunden hat das Geld nur einer sofort und unaufgefordert zurückgegeben. Vielleicht sind Kinder ja ehrlicher und naschen nicht, wenn man es verbietet. Stell dir mal hier hin, okay? Ja. Noch nichts essen. Doch den dreijährigen Oscar scheint das Verbot nicht zu interessieren. Beherzt greift er zu. Aber wird er das auch zugeben? Erzähl mir mal, hast du von den Gummibärchen gegessen? Ja. 1, 2, 3. Isst du immer Gummibärchen, auch wenn du das nicht darfst? Ja. Der schelmische Blick verrät, er weiß ganz genau, dass er eigentlich die noch nicht essen sollte. Und hat dann natürlich in der Situation seinen Charme spielen lassen. Er hat wahrscheinlich häufiger erlebt, dass das ganz gut klappt. Auch die dreijährige Valentina soll nicht naschen. 10 Minuten lang ringt sie mit sich. Man sieht ihren Kampf ganz, ganz stark. Sie muss sich sehr stark selbst regulieren. Am Ende siegt Valentinas Selbstbeherrschung. Noch verblüffender ihre Antwort. Hast du was gegessen von den Gummibärchen? Ja. Sie ist dann bei der Nachfrage, hast du denn gegessen oder nicht, einfach völlig überfordert. Auch der 7-jährige Matteo bemüht sich um Selbstkontrolle, doch verliert.
Irgendwann wird aber die Lust zu groß und er gewinnt diesen inneren Kampf nicht mehr. Hast du Gummibärchen gegessen? Ja. Echt? Er versucht natürlich in irgendeiner Form auch von seinem Fehlverhalten abzulenken, indem er nochmal nachfragt, ach, war das tatsächlich so, dass ich nicht durfte? Fazit, von 14 getesteten Kindern haben tatsächlich nur 2 genascht. Mehr noch, alle waren ehrlich und somit den Erwachsenen weit voraus.